Auf der Achse zwischen der Orangerie und dem Schwanenteich unterbricht ein massives Gerüst die Sichtachse. Erst auf den zweiten Blick wird deutlich, dass die riesige Holzkonstruktion in der Luft schwebt. Ein Eisengestell hält sie, eine einzelne Eisentreppe führt hinauf, auf den Galgen. Sam Durant will mit seinem Werk eindringlich auf die immer noch praktizierte Todesstrafe in Amerika hinweisen. Er nennt es Scaffold. Heute bedeutet es einfach Baugerüst, früher war es ein gebräuchliches Wort für Galgen. Durant hat verschiedene bedeutsame Galgen der US-Geschichte in einem einzigen zusammengefasst. Scaffold beinhaltet zum Beispiel Teile des Galgens, auf dem Saddam Hussein hingerichtet wurde. Auch bedeutende Bürgerrechtler und Gewerkschaftsführer fanden so den Tod. Es ist wichtig, dass die Exekutierten nicht miteinander verglichen werden sollen, sondern gezeigt wird, dass die Todesstrafe sich durch die amerikanische Geschichte zieht. Weiterhin hält der Künstler die Todesstrafe, gerade das Hängen, für hochgradig rassistisch. In früheren Zeiten wurden bedeutend mehr schwarze Menschen gehängt als Zugehörige anderer ethnischer Gruppen. Noch heute führen die Südstaaten die meisten Exekutionen in Amerika durch. Generell ist ein bedeutend höherer Anteil an farbigen, armen oder ungebildeten Menschen inhaftiert. Sam Durant hat Fakten gegen die Todesstrafe zusammengetragen. Es ist bewiesen, dass die Todesstrafe oder unverhältnismäßig hohe Inhaftierungen weder Gewalttaten auf der Straße vorbeugen noch vermeiden. Einen Menschen zu töten ist um ein Vielfaches teurer, als ihm ein Leben lang im Gefängnis zu lassen. Amerika ist außerdem das einzige westlich orientierte Land, welches die Todesstrafe zulässt und führt zugleich mit zum Beispiel China, Irak oder dem Sudan die Liste der meisten Hinrichtungen an. Sam Durant ist davon überzeugt, dass dieses System die Jugend verrohen lässt und die Schulen militarisiert. In einem demokratischen Staat kann die Todesstrafe keine Option sein. Man kann barbarisches Verhalten nicht mit Mitteln bekämpfen, die ebenso barbarisch sind. Ja, also es passt halt hervorragend, denke ich, in das Documenta-Konzept Zerstörung und Wiederaufbau. Nur hier ist es halt umgekehrt. Hier kann nichts wieder aufgebaut werden. Was also hier jemand, der hier hochgehen tut, wird hingerichtet, ist tot. Also da kommt die Zerstörung nach dem Aufbau. Also nach einer Geburt kommt hier dann sozusagen die brutale Zerstörung. Das ist für mich auch das erste oder das zweite brutalste Kunstwerk, was hier auf der Documenta zu sehen ist. George W. Bush hingegen betitelte den Tod Husseins als wichtigen Meilenstein des Iraks, eine Demokratie zu werden. Scaffold kann also einen Sturm an Gedanken und Fragen auslösen, die sich jeder Mensch stellen sollte. Somit ist es eines der eindringlichsten Kunstwerke der diesjährigen Documenta.